Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Ein neues Projekt heute auf meinem Kanal. Mein erster Teil der Mafia. Wir sind auf jeden Fall der Mafia und ich muss die Musik auf jeden Fall mal leise machen. Okay. Ja, gehen wir mal rein. In diesen Teil der Mafia-Reihe. Dritter Teil für mich. Ich dachte mir mal, probierst es einfach mal. Wenn es nichts ist, kann man immer noch abbrechen. Aber ich dachte mir so ein bisschen, nach dem Uncharted-Teil kann man doch auch mal, oder nach dem letzten Uncharted-Teil, mir noch fehlte, kann man doch auch mal was anderes machen. So, ich muss die Musik gleich auf jeden Fall überquatschen. Mal so nebenbei gerade. Vielleicht wisst ihr, machen wir nämlich jetzt gleich ganz, ganz leise. Mafia 3, ich spiele in der fiktiven Version der US. Na gut. In der amerikanischen Süden im Jahre 1968. Ja, ihr seht ja die deutschen Titel da, deswegen auch die Untertitel an. Für die Leute, die kein Englisch kennen, ich werde euch jetzt nicht alles verlesen, es geht nämlich zu schnell. Okay, Presents Hangar 13 Production. Und wie gesagt, nochmal herzlich willkommen zu Mafia 3. Mein erster Teil. Ich werde also komplett ins kalte Wasser geworfen. Es klappt nicht. New Bordeaux, L.A., 27. Februar 1968.
So, bis vor. Okay, ich hätte jetzt gerne mal eine Option noch gehabt, weil ich will die Musik ein bisschen leiser stellen. So, jetzt also nochmal. Warte mal, ich muss gerade was, trotzdem was eingeben, bevor ich jetzt nochmal anmoderiere. Gibt es hier nicht irgendwie eine gerade eine Möglichkeit, mal das Audio runterzustellen? Natürlich, da ist es doch. Wunderbar. So, Lautstärke gesamt, das ist in Ordnung. Lautstärke Musik muss ich aber komplett wegdrehen. Gut, mehr wollte ich nicht. Also, noch einmal ein herzliches Willkommen zu Mafia 3. Nimm die Schlüssel. Ja, alles gut. Stress mich bitte mal nicht gerade. Ja, ich dachte mir mal, das klang interessant. Das gab es vor einiger Zeit mal als PS Plus Spiel. Und dachte ich mir, ja, das könnte tatsächlich auch so ein bisschen in die Welt von Red Dead Redemption passen. Das passt, gut, Uncharted auch ein bisschen. Dachte mir, es könnte mal wieder so ein Jemand bisschen so. sagte die Schlüssel. Ja, halt doch die Schnüss. So ein Gangster-Abenteuer einfach mal. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Ich kenne die ganze Spielereihe nicht. Für mich ist das der erste Teil. Und, ja. Wir schauen einfach mal, wie es wird. Legen wir mal los. Die erste Mission heißt, warum das Risiko? Wir sollen uns irgendwelche Schlüssel besorgen. Das Die machen wir Schlüssel doch. liegen nebenan. Schnapp sie dir, damit wir abhauen können. Ja, das machen wir. Da, während hier hinten ein kleines Feuerchen brennt, holen wir uns mal die Schlüssel. Ich will übrigens die Ich weiß nicht, PS4-Version. ob wir den einfach so liegen lassen sollten. Ach doch, kriegen Er wir hat schon uns hin. die Transporter gebracht, die vereinbart. Ich habe sogar seinen Partner gekillt, damit es echt aussieht. Aber wenn du Steig in den willst, Panzerwagen, das machen dann wir das gleich. Also dürfen. Risiko. Ja, ist gut. Dürfen. Müssen wir den. Also, das war das. Verdammt. Das habe ich jetzt nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ups. Wir sollten los. Du hast die Schlüssel, also setz dich ans Steuer. Na los, verziehen wir uns von hier. Einmal kurz ein kleines. Ich weiß, ich bin ein Arsch. Entschuldigung. Nicht, dass ich auf so einer Aktion stehe, aber ich dachte mir, probier es einfach mal aus. Ja, scheinbar hat es geklappt. Der Typ wird jetzt einmal kurz durchgegrillt. Müssen So. schnell machen, komm schon. Und die zweite Leiche. Na komm, scheiß auf, sie das verliegen. Wir hauen ab. Da bis vorhin der ganze Laden hier in die Luft fliegt und wir hier. Also das Feuer, das mag nicht übergreifen. Okay, dann verpissen wir uns jetzt einfach mal. Aber die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier raus? Ich würde spontan sagen, die Tür. Was los, Mann? Die Uhr läuft. Ach, halt doch die Klappe. Wie der am Hetzen ist die ganze Zeit, der Kollege da. Ich weiß nicht, wie der heißt tatsächlich, aber ja, probieren wir es einfach mal. Dieses Spiel wird ähnlich wie auch Uncharted jeweils täglich um 18 Uhr hochgeladen. Fahrt zur Federal Reserve. So ein richtiges, ordentliches Gangsterabenteuer. Gut, dann gehen wir mal raus. Entschuldigung. So, wir sollen links fahren. Fahr vorsichtig in die Stadt, sonst haben wir ruckzuck die Bullen am Hals. Mein alter Herr wollte, dass wir einen der Wächter am Leben lassen, um das FBI von uns abzulenken. Hast es doch selbst gesagt. Wozu das Risiko? Außerdem, meine Erfahrung aus Namen sagt mir, wenn du einmal die Seiten wechselst, tust du es auch ein zweites Mal. Und scheiß drauf, wie du dabei hintergehst. Dann sag doch mal, was war das Verrückteste, das du da drüben erlebt hast? Das willst du nicht wissen. Hör zu, Mann, ich bin Steuerzahler. Ich habe ein Recht zu erfahren, wo mein Geld bleibt. Ach, Georgie Marcano zahlt Steuern? Ja, verdammt, mach ich. So haben sie Al Capone gekriegt. Ich gehe nicht wegen Steuerhinterziehung in den Knast. Und kriege ich jetzt eine Antwort oder was? Wir waren an der Küste bei Quang Nai, haben die Zivilisten evakuiert, bevor Charlie alles überrannt hat. Wir halfen den Leuten gerade auf das Lazarettschiff. Da kommt diese Frau. Auf
dem Arm trägt sie ein Baby und an der Hand hat sie ein Schwein an der Leine. Sie will gerade die Rampe hoch, da stoppt sie einen Militärpolizist und sagt, sie könne nur eins von beiden mitnehmen. Ohne zu zögern schmeißt sie das Baby ins Wasser. Der Polizist dreht total durch, befiehlt jemandem, das Kind zu retten und schreit die Frau an, ob sie noch ganz richtig im Kopf sei. Und weißt du, was sie ihm antwortet? Sie sagt, ein Baby kann ich immer wieder kriegen. Herr im Himmel. Hey Mann, du hast gefragt. Ich dachte, du erzählst mir was von dem Typen, den sie den Sack weggeschossen haben oder sowas. Ich meine, scheiße. Das ist nicht ihre Schuld. Die Zustände da drüben, das war die Hölle. Stell's dir vor, heute noch baust du Reis an, züchtest Rinder. Und am nächsten Morgen ist einfach alles niedergebombt. Wenn du sie in die Enge treibst, tun Menschen so gut wie alles, um zu überleben. Ich hoffe, das war ein verdammt leckeres Schwein. Ja, es ist mal interessant, so Gespräche zu lauschen. Und ich jag hier wie so ein Irrer durch die Stadt mit so einem Panzerwagen. Ich muss gucken, dass ich hier nicht einmal irgendwo anecke. Aber ich dachte mir, die Stadt kommt mir bekannt vor, weil L.A. passt ja ein bisschen zu Los Santos und GTA 5. Auch GTA 5 ist so ein absolutes Gangsterabenteuer. Also passt das alles ein bisschen zu momentan auf meinen Kanal. Und ich dachte... Ups. Entschuldigung. Das Wachpersonal der Reserve Bank wird was dagegen haben, wenn du da mit deiner Knarre aufkreuzt. Ich lass sie einfach unter dem Sitz. Nö. Entschuldigung. Na gut. Ich bin gespannt, was mich hier so erwartet. Ach, müssen wir da rein, oder was? Nein. Er fährt automatisch. Moin. Das ist aber nett, Dankeschön. Aussteigen, das können wir. Wenn ich was sage von wegen, es ist heiß, schlagen wir zu. Okay. Gut. Betrete die Federal Reserve. Die nächste Mission heißt, jetzt wird alles anders. Los geht's. Kannst du mal da bitte weggehen, dass ich die Tür... Ein paar Mal die Ausweise an die Scheibe halten, bitte. Achso, du machst das. Wir sollen das Geld verbrennen. Warum nicht? Was zur Hölle macht denn die Pissnacke hier? Positive Diskriminierung. Weiß doch, wie es ist. Das ganze verdammte Land geht den Bach runter. Du kannst mitkommen. Und du? Lad die Säcke aus dem Transporter. Okay. In die Brennkammer runter. Wie viel habt ihr abgesahnt? $238,546. Meist kleine Scheine. Wenn wir fertig sind, soll Miss Gale dein Büro anrufen und die Lieferung bestätigen. Vielen Dank. Folge der Wache. Zu der Wache. Ach doch, der. Okay. Die Schrotflinte muss abgegeben werden. Hast du auch eine Waffe? Bin noch in Ausbildung. Gut. Eine Sache weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Du kannst sie auf dem Weg nach draußen wieder abholen. Ja, gehst du mal vor, Kollege. Die Brennkammer ist unten im Keller. Hier lang. Hab euch lange nicht gesehen in dieser Gegend. Ich war eine Weile drüben in Georgia. Er ist gerade aus der Army raus. Mein Cousin versucht seit über einem Jahr hier einen Job zu kriegen. War für 2 Touren in der Navy, hat Orden bis zum Umfallen, aber die Regierung sagt ihm, danke, aber nein danke. Das ist der größte Mist, den ich je gehört habe. Schon traurig, wenn gottesfürchtiger Weißer einfach keinen Job kriegt, aber der erste Nigger, der reinstolpert, sofort eingestellt wird. Das Traurige ist ja, dass es Leute immer noch
hier auch gerade in Deutschland gibt, die genau diese gleiche Denkweise haben. Und das ist ziemlich beschämend, wenn ich ehrlich bin. Nicht aneinander rum da hinten. Hurensohn! Scheiße, sieh dir das an. Hatte ja keine Ahnung, dass das so viel Gold ist. Washington hält es immer in Bewegung wegen des Kriegs. Moment, mein Fernseher wird sich gleich ausschalten. Dann wird es nach Dallas geschickt, kommt wieder zurück. Ergibt aber keinerlei Sinn. Da sind wir. So. Stell die Säcke auf den Tisch da. Okay. Einmal meins und Nummer 2. Hätt's mir größer vorgestellt. Läuft wie am Schnürchen. Es gibt nur dann ein Problem, wenn das Rohr verstopft. Scheiße, ist das eine Hitze hier drin. Früher haben wir Kohle verfeuert, aber vor einem Jahr oder so sind wir auf Öl umgestiegen. Gibt eine gleichmäßigere Flamme. Da kam so ein Typ vorbei und wollte mich überreden, auf Öl zu wechseln. Da habe ich ihm gesagt, ich habe kein Interesse. Gott, war dieser Kerl ein Arschloch. Wir müssen los. Danny und Alice sind jeden Moment da. Gib mir eine Sekunde. Wenn ich ehrlich bin, hat der Typ es sich anders verdient, als jetzt hier Aktion zu bringen. Ich hoffe, das funktioniert. Kümmer dich um die Wachen. Und halt den Arsch unten, nicht, dass die uns dran kriegen. Ich weiß, was ich mache, verdammt. Herr 3 zum Hocken. Ich hab doch unser altes Haus vermietet, weißt du? Ich hab gestern Abend angerufen und denen gesagt, ich wolle das Haus verkaufen und sie müssten in 2 Wochen draußen sein. Und dieser Kerl, so ein Typ namens John, quatscht da auf mich ein. Laut Mietvertrag hätte er das Recht auf 30 Tage Kündigungsfrist und fragt mich, wie er denn in 2 Wochen eine neue Bude finden sollte. Ich habe ihm geantwortet, das sei ja wohl nicht mein Problem. Das Haus sei mein Eigentum und damit könne ich machen... Hä? Ich weiß von nichts. So, der ist erstmal hin. Die kommt auch mit dir. Super. Ziemlich korrupt, die beiden Kollegen da. Why? Kohle ohne Ende. Verdammt. Scheint ordentlich spaßig zu werden hier bei Waffen wechseln, Waffenmenü, L1 gedrückt halten, R1 Auswahl nutzen und dann L1 loslassen. Okay. Verdammt, das ist ein scheiß Überfall. Ich hole Hilfe. Ich werde zum Helden, wenn ich dich. Ich suche mir Deckung. Verdammt. Hab ihn im Visier. Ich glaube, den habe ich erwischt, aber. So, ich halt. Zack, zack, zack. Waffe nachladen. Habe ich noch eine andere Waffe? Ich habe doch die Pistole noch, ne? Der will nicht.
Hast du den jetzt oder was? Dann war was halt so. So, automatisches Ziel. Du kannst diese Schild auf niedrige hoch anstellen oder sie ganz abschalten. Ich habe sie tatsächlich mal drin. Ist für mich jetzt am einfachsten. Kann ich die Waffen nicht irgendwie mitnehmen, die jetzt hier noch rumliegen oder? Doch, der macht die automatisch. Der nimmt die automatisch mit. Das ist immer gut. Dann haben wir eine normale Handfeuerwaffe. Da haben wir voll in ein Wespennest gestochen. Ach, was? In der Waffenkammer. Unsere einzige Möglichkeit hier rauszukommen. Spreng du die Tür auf. Ich gebe uns Deckung. Was für eine. Mein Dad reißt mir den Kopf ab, wenn er das erfährt. Geh auf! Verdammte Scheiße! Brech die Tür zur Waffenkammer auf. Scheißteil. Den sie am meisten diskriminieren, der macht seine Männer die ganze Drecksarbeit. Schlösser knacken. Schritt 1 aus Feuer freilegen. Drehe L, bis es im grünen Bereich ist. Drücke dann Viereck. Schritt 2 das Schloss knacken. Drücke 4, wenn ihr im grünen Bereich ist. Okay. Es ist noch nicht ganz. Doch, es ist offen. Okay. Nimm das Hartmann-Maschinengewehr. Lustig. Habe ich jetzt was aus der Säcke geworfen? Die normale Handfeuerwaffe oder was? Ach nee, die bin ich Schrotflinte. Ja, egal, brauchen wir nicht. So. Hier drin ist Rauchen. Schlimmeres erlebt den Namen. Das hier ist doch Kinderkacke. Hier drin ist Rauchen. Tresorraum, achte auf den Bohrer. Ich kümmere mich um diese Arschgeigen. Dieser Bimbo ist Geschichte. Hier ist der. Februar 1968, eine Woche vor Mardi Gras. Und wenn ich ehrlich bin, diesen Rückblick, den wir sehen wir uns in der nächsten Folge an, dabei Let's Play Mafia 3. Bis dann und tschüss.